Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid und vor allem schön, dass wir hier sein dürfen. Wir melden uns aus Kanada, aus Quebec genau genommen. Und daran erkennt man es, dass da drüben, das ist Château Frontenac, das ist hier eines der Wahrzeichen der Stadt. Dazu seht ihr gleich noch ein bisschen mehr. 4 Jahre musstet ihr warten auf den neuen FISM-Vlog, aber jetzt ist es soweit. Morgen soll die Zauber-WM losgehen und für Jenny ist es eine ganz besondere FISM. Genau, das ist meine erste Weltmeisterschaft. Genau. Ich bin ganz aufgeregt. Und genau, wir freuen uns. Und wir werden natürlich auch noch ganz viele weitere bekannte Gesichter sehen. Auch Stefan wird nachher noch in diesem Video auftauchen. Der reist etwas später an. Wir beide sind schon eine Woche da und können euch deswegen heute schon ein bisschen was präsentieren. Wir haben nämlich schon einiges von Kanada gesehen. Genau. Und was wir alles in der ersten Woche erlebt haben, das seht ihr jetzt in einer kleinen Zusammenfassung. Viel Spaß. Ja, und es ging direkt abenteuerlich los. Das hier ist der Flughafen in Düsseldorf und zwar der Vorabend-Check-In. Immerhin schien die Sonne, da kam man schon gut gebräunt am Gepäckschalter an, aber ein paar hundert Leute waren vor uns. Es hat dann ungefähr 3,5 Stunden gedauert oder so, bis der Koffer eingecheckt war. Und als wir dann gelandet sind, mit Zwischenstopp in London Heathrow, waren wir dann also rund 12 Stunden später, waren wir dann in Kanada und da sah es dann so aus am Flughafen. Da sind also einige Koffer gestrandet. Unsere standen zum Glück nicht dazwischen. Die kamen dann relativ normal vom Band gelaufen und somit können wir uns hier zum Glück auch umziehen und duschen und die Zähne putzen und alles ist angekommen. Unser erster Halt war Montreal. Hier mussten wir erstmal unseren Jetlag ausschlafen, haben hier eine kleine geführte Tour durch die Altstadt gemacht und die war eigentlich auch ganz süß. Und dann ging es weiter ganz in den Süden Kanadas, hier zu den Niagara-Fällen. Das da sind noch die amerikanischen Fälle und das hier ist die kanadische Seite, die berühmten Horseshoe Falls. Das hier war hinter den Wasserfällen, hat sich nicht wirklich gelohnt. Man sah halt eigentlich nur so eine weiße Wasserwand, aber danach konnte man hier auf so eine Besucherterrasse raus und das war dann durchaus ganz interessant und spannend. Wenn man möchte, dann kann man auch ganz nah rangehen und zwar hier bis unter die Wasserfälle, da hinten sieht man es ein bisschen und man hat dann auch noch tollerweise direkt Souvenirs inklusive, neben diesem formschönen Regenjäckchen kann man auch jede Menge Wasser von den Niagara-Fällen mit nach Hause nehmen, also definitiv ein Erlebnis. Ein Erlebnis der anderen Art war die Stadt Niagara Falls. Die Stadt heißt auch so. Und das ist 365 Tage im Jahr eine fest aufgebaute Kirmes. Das war schon speziell. Hier mal so ein paar Impressionen. Da haben wir uns ehrlich gesagt nicht lange aufgehalten. Ja, ein bisschen im Las Vegas-Style. Genau, ja, Las Vegas in, ja, ich würde sagen für Arme, aber billig war es nicht. Es sieht nur billig aus. Also, aber es war auf jeden Fall interessant, mal durchgefahren zu sein. Achterbahn, Geisterbahn und mittendrin dann die Straße, mit der man mit seinem normalen Auto da durchfahren konnte. Und rechts und links dann hier diese Fahrgeschäfte. Das war schon ganz ungewöhnlich. Wir sind dann aber weiter Richtung Norden gefahren und da haben wir dann einen besonderen Zwischenstopp gemacht. Wir sind auf dem Weg vom Süden von der amerikanischen Grenze Richtung Quebec und hier jetzt im Park Omega gelandet. Und hier hat man die Möglichkeit, dem Wildleben in Kanada ziemlich nahe zu kommen, wie ihr seht. Wenn man jetzt noch ein paar Möhren dabei hätte, dann würde der Kollege auch ein bisschen länger da bleiben. Wir werden uns jetzt gleich auf jeden Fall ein paar besorgen. Und dann mal schauen, wie es hier weitergeht. Also ist auf jeden Fall ein Tipp von uns, in Montebello gelegen und ein wunderhübscher Ort und ein tolles Erlebnis. Ja, die Tiere sind dort sehr zutraulich, erwarten natürlich bei jeder Gelegenheit eine Möhre, stecken gerne mal den Kopf ins Auto. Und haben gesabbert. Das war stimmt, das Auto sieht danach aus wie Sau. Das war sehr lustig. Wie sagt man so schön, don't be gentle, it's a rental. Also wir haben uns da echt so ein bisschen Sorgen um unseren Mietwagen gemacht, aber es war halt einfach echt niedlich. Und hier an dem Parkplatz durfte man dann auch aussteigen und die besonders zutraulichen Tierchen, die kamen dann da und hörten sich dann ganz persönlich ihre Möhre ab. Und man durfte dann natürlich auch mal streicheln. Das war schon ganz süß. Ja, und dann ging es weiter nach Norden. Da im Hintergrund sieht man schon Quebec und einen weiteren Wasserfall. Genau, der Montmorency.
nördlich von Quebec gelegen und sogar höher als die Niagara-Fälle. Aber man muss gestehen, trotzdem, obwohl er ganz, ganz imposant war, doch nicht ganz so beeindruckend. Aber immerhin konnte man hier auch von oben runter gucken, konnte über so eine Fußgängerbrücke drüber laufen. Die war recht wackelig. Ja, und dann sind wir in Quebec angekommen, unsere Heimat für die nächste Woche. Und hier, wir haben es eben von oben schon erwähnt, das Schloss von Quebec. Sieht man eigentlich von überall in der Altstadt, ist so eine ganz gute Orientierung. Und was wir total schön finden, hier am Fuße dieses Schlosses, da gibt es diese Auftrittsfläche für Straßenkünstler. Ist da extra eingerichtet worden. Da gibt es sogar hier so spezielle Tribünen, dass die Zuschauer sich gut hinsetzen können und dem Programm in Ruhe folgen und eine Beleuchtung für abends und so. Und das wirklich den ganzen Tag über Programm. Eine ganz tolle Geschichte. Und das hier ist das Weltkulturerbe von Quebec, ist diese Straße hier. Da führt diese ganz besondere Treppe runter, die Neckbreaker Stairs genannt, irgendwie, also die halsbrecherische Treppe. Aber ja, hier sieht man sie nochmal von unten. Sie ist schon relativ steil, aber man muss gestehen, wir sind sie alle runtergelaufen und so ganz dramatisch war es nicht. Wir sind alle wohlbehalten unten angekommen. Und die führt einen dann in den historischen Teil Quebecs, unter anderem auf diesen Platz. Das ist der Place Royale und hier wurde 1608 Quebec offiziell gegründet. Ja, und diese lange Historie merkt man der Stadt an allen Ecken und Enden an. Hier gibt es ganz viel Kunst, hier sind die Gründerväter der Stadt verewigt zum Beispiel. Aber auch so, die Gebäudestruktur ist einfach, ne, noch ganz viele alte, gemauerte Gebäude und so weiter. Wirklich alles sehr, sehr pittoresk, sehr schön. Und auch die militärische Vergangenheit bemerkt man, war eine sehr umkämpfte Stadt. Und die Zitadelle hier zum Beispiel, da merkt man, dass das so zwischen Frankreich und England oft hin und her geht. Und die Soldaten, die hier noch stationiert sind, das ist also bis heute ein aktives militärisches Fort. Und die sind, sprechen Französisch, aber könnten von der Kleidung her auch vom Buckingham Palace stehen. Und hierher wird am Mittwoch übrigens auch der Papst kommen und hier seine Audienz halten. So, soweit erste Impressionen aus Kanada. Jetzt wisst ihr, in welchem Land wir sind. Davon werden wir jetzt aber in den nächsten Tagen nichts mehr sehen, denn jetzt geht's gleich da runter. Ihr merkt, hier wird's auch jetzt gerade so ein bisschen ungemütlich, kann man es erkennen. Ja, es zieht ganz schön zu und der Wind flaut auf. Es wird gleich regnen, ist uns aber alles egal. Wir gehen jetzt rein. Das da ist das Kongresszentrum, da ist der Eingang und da läuft gerade, genau, da sind gerade Detlef und Gisela Drenker. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, aber hier trifft sich jetzt die Welt der Zauberei und da gehen wir jetzt hin, melden uns an, aber dazu seht ihr dann später und vor allem morgen mehr. So, und hier ist jetzt die Anmeldung für die FISM. Langsam wird's ernst. Wir haben unsere Badges gerade schon bekommen und hier trifft man jetzt auch schon so den einen oder anderen. Also unter anderem haben wir gerade Apps schon getroffen und ja, guck mal, gerade noch in Busan und in Deutschland. Guck mal, jetzt ist hier das das Team komplett, genau. Wir werden in den nächsten Tagen versuchen, für euch zu berichten. Es hieß, es wird so ein bisschen schwierig, weil man vielleicht nicht überall filmen oder fotografieren darf. Wir schauen mal, was so geht. Im Zweifel sind wir ja Zauberer. Und Stefan, wie war eure Anreise? Ja, flauschig. Ne? Wir haben fast 27 Stunden gebraucht. Ja. Ne? Von der Bahn in Zug, in Flug und dann gewartet, Verspätung und alles. Ist euer Gepäck da? Unser Gepäck ist da. Ne? Wir hatten auch extra nach eurem Tipp diese Apple AirTags genommen und so und haben immer verfolgt, wo ist unser Gepäck. Ne? Ja, nee, das war so. Man richtig paranoid irgendwie. Ja. Ne? Man wird richtig so im Suchen die ganze Zeit. Aber es hat alles funktioniert. Also. Ja. Das ist ja die Hauptsache. Und jetzt, also wir sind alle da und ab morgen früh um 7.45 Uhr sind die ersten Proben. Wir sind gespannt und wir werden berichten. Und sagen jetzt erst mal schauen, ob wir überhaupt reinkommen. Ja, auch das, genau. Ja, keine Backstage-Ausweise. Ja, Details. Also wir werden sehen. Wir werden sehen, was kommt. Und ihr seht, es wird lustig. Und wir freuen uns auf die nächsten Tage mit euch. Bis dann. Tschüss.